Gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Footdraft-Video auf meinem Kanal. Heute nächster Versuch der 194er Footdraft-Challenge, Leute. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. 95er Prime-Icon Garrincha war am Start, Leute. Schreibt gerne wie immer in die Kommentare, was eure Lieblings-Icon aus Brasilien ist. Da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele. Ich bin gespannt, ob einer Garrincha schreibt. Wer weiß, Leute. Lasst gerne Like, das gerne Abo da, macht die 3 Likes voll. Ich würde mich freuen, falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, Tick einschalten, wäre auf jeden Fall sehr nice. Vielen, vielen Dank dafür. Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran und dann würde ich sagen, starten wir ins Video, Leute. Let's go. Leute, hört euch gerne meine Songs auf Spotify und allen anderen Streaming-Plattformen an. Till FIFA Gaming heiße ich dort oder auch Mr. B, ihr wisst Bescheid. Hier sind alle Songs. Jeden Donnerstag um 23.59 Uhr kommen die Songs hier neu online. Das heißt, ihr kriegt die Songs hier auch schon immer vor den YouTube-Videos. Ja, das heißt, geht schon mal gerne vorbei. Hier sind Songs online, die ihr vielleicht noch gar nicht gehört habt. Zieht sie euch rein, klickt irgendeinen Song an und macht hier unten rechts dieses Dauerschleife-Symbol an und pumpt den Song den ganzen Tag, die ganze Nacht durch. Wenn ihr keinen Bock mehr habt, macht ihr einfach euer Handy leise, den Sound leise und lasst den Song weiter den ganzen Tag und ganze Nacht durchballern. Ich hoffe es doch. Danke euch. So, 3, 4, 2, 1, Formation ist da. Let's go, Kapitän. Digga, die Kapitäne sind so schlecht in letzter Zeit, ey. Ohne Witz, ey. Sollen wir Suarez mitnehmen? Haben wir eigentlich schon mal einen stabilen Stürmer, Alter. Modric im Mittelfeld ist auch okay, aber können vielleicht sogar noch besser werden. Obwohl, Stürmer wurde eigentlich in letzter Zeit immer ganz gut. Mittelfeld wurde ein bisschen schwach. Wir nehmen Modric mit, Leute. Ja, wir nehmen locker Modric mit. Schauen wir mal, weiter geht's rechts. Mittelfeld wird eh... Ja, gut, ist in Ordnung. Jadon Sancho, Ismail Azar haben wir auch noch am Start. Na gut, ein von den beiden. Sancho oder Azar. Ich würde sagen, wir nehmen Sancho mit. Vielleicht mit Hummels, ne? Können wir vielleicht linken, Leute. Checkt wie immer, wenn ihr Bock habt, noch gerne meinen Shop aus, Leute. Nice Designs in Orange, Blau, Rot, Grün in den vier Farben. Gerne abchecken, Kissen, Tassenturmbeutel, nice, LED-Lampe, wie immer am Start, Leute. Handyhüllen, auch am Start, in Orange, Blau, Rot und Grün, in allen vier Farben am Start. Außerdem gratis Autogrammkarte, gibt's auch noch dazu. Checkt's aus, ich danke euch für eure Unterstützung, wäre nice, wäre sehr nice. Links Mittelfeld, das wird gar nichts, da sieht man schon an der Animation, Orsic, der ist stabil, Alter, hat gute Werte. Der hat sehr, sehr gute Werte, aber hat ein 79er Rating, ey, boah. Digga, ey, scheiß die Wand an. Müssen wir mitnehmen, ist der Beste einfach. Digga, was ist hier los, ey? Obwohl, ey, den können wir mit Modric linken. Brudi. Kroatien-Team ist da. Die Sommer wie... Oh, Kempel, nice. Ich wollte gerade sagen, die Sommer wieder wie letztens. Ah, das ist sogar fresh, weil der sogar hier unseren Sancho linkt als England-Spieler. Sogar grün. Die sollen wie letztens wieder, wo die Icons so am Start waren, wo es so viele Icons gab, Alter. Das war richtig geil. Ohne Scheiß, da hat Draftsbone absolut Fun gemacht. Ey, ohne Scheiß, da sollen die mal wieder reinbringen, Mann. Hast 7, 8 Icons gefühlt in jedem Draft, ey. Wirklich geil, da habe ich echt gefeiert, Mann. Da habe ich richtig gefeiert. Kevin De Bruyne, Marco Reus, Toni Kroos, Digga. Was für Marco Reus, Alter. Toni Kroos wäre sogar Baba für die Chemie. De Bruyne wäre ein Stück besser. Können wir aber noch als Team of the Year bekommen. Dementsprechend wäre es eigentlich cleverer, den guten Toni Kroos erstmal mitzunehmen. Machen wir auch. Toni Kroos, 46 Tempo. Richtig Baba, Alter. Richtig Baba-Sache. Pink Animation, Hummels. Shit, jetzt haben wir Hummels. Für Sancho wird das Baba, aber wir haben auch Sergio Ramos. Piqué haben wir auch am Start. Ramos gibt es zwar noch higher rated, aber... Ja, komm, wir nehmen erstmal Ramos mit. Das ist das Ding, Leute. Leider die Pink Animationen, muss man ehrlich sagen, geben leider gar nichts mehr. Früher kamen da immer die Icons. Mittlerweile sind die Pink Animationen fast die schlechtesten, muss man halt ehrlich so sagen. Kabak klingt immerhin... den guten Sancho, Umtiti wäre natürlich nicht verkehrt, aber hat 86 Kabak, hat ein 88er Rating, nehmen wir erstmal mit. Linken wir Sancho hier, der Schalker sorgt dafür, dass der Dortmunder Chemie kriegt, oder auch andersrum. Naja, was soll's, Toyota Leute und dann die drei Stürmer, Toyota ist nochmal wichtig und die drei Stürmer halt, oh, Lehmann, Alter, nice Sache. Prime Icon Lehmann, fresh, Alter, sehr, sehr geiler Keeper, leider nur eine 91, ich warte ja immer noch seit Jahren, wie viele andere auch, dass mal endlich Oliver Kahn kommt. Aber wird nichts. Warum hat der nur ein Spiel für Arsenal gemacht? Der war zweimal bei Arsenal, ne? Aber warum war der dann nochmal bei Arsenal? Hat nur ein Spiel gemacht. WTF, Digga. Digga. Der war auch nur 0 Jahre da. Also wahrscheinlich für ein halbes Jahr vielleicht am Ende nochmal aus. Der war 10 Jahre bei Schalke. WTF, Digga. Wusste ich gar nicht, ey. Krass. Ich kenne ihn eigentlich nur von Arsenal. Bei Dortmund, stimmt, kenne ich auch noch. Ist der Champions League-Sieger mit geworden. Aber bei Schalke war der 10 Jahre, Alter. Heftig. Ohne Witz. Wusste ich gar nicht mehr. Egal. Zweite Prime Icon Moments. Sieht fresh aus. Okay, die müssen jetzt alle drei gut werden. Come on, erstmal Messi oder so. Garrincha geht auch klar. Okay, 95er Prime Icon Moments, Garrincha. Schmeckt. Kann man mit arbeiten, Alter. Sehr, sehr nice.
97 Dribbling, Alter, auch heftig. Auch Garincha zum Beispiel, ne? Also ich kenne wirklich fast jeden Spieler, Leute. Muss ich ehrlich sagen. Aber Garincha habe ich wirklich zum ersten Mal gehört, wo der hier reinkam. Ich habe noch nie zuvor Garincha gehört. Richtig heftig, ey. Da hat 6 oder 8 Spiele für Botafogo, hat auch fast nur in Brasilien gespielt. Hat nur in Brasilien gespielt. Oder ich weiß nicht, ob Olaria AC, ob das in Brasilien oder wann das ist. Na, weiter geht's. Stürmer, come on. Am besten Pelé nochmal hier einfach gönnen. Oh, leider nicht Suarez. Hätten wir Suarez auch direkt mitnehmen können, Digga. Aber klar. Ich bin gerade überlegen. Oder Cavani. Weil halt oft Neymar kommt auf der linken Seite, Leute, ne? Deswegen wäre eigentlich Cavani Baba und Suarez. Gibt Suarez noch als Higher-Rated-Version als 89? Ich glaube, ehrlich gesagt, gibt es nicht mal als höhere Version. Aber egal, wir nehmen mal Cavani mit. Ich hoffe mal, Neymar kommt. Bitte, Alter. Gönn Neymar, come on. Ich will einmal Neymar haben, sonst kann immer Neymar. Ja, da ist Neymar. Da ist aber Ronaldo. Shit. Was machen wir denn jetzt, ey? Oh, Mann, Digga. 94er Ronaldo oder 92er Neymar? Ich sag mal so, Ronaldo können wir noch als 99er bekommen. Deswegen, Neymar gibt es noch als 93er. Wir nehmen Neymar mit. Komm, sonst hätten wir Cavani jetzt umsonst mitgenommen. Team ist eigentlich stabil. 90er Wertung, 96. Chemie. Oh, ist okay. Oh, Kanté, Digga. 97er Team auf dir, Kanté. Richtig, Baba. Bringt zwar eigentlich gar nichts, weil wir kaum Premier League-Spieler drin haben, aber wir stellen ihn erstmal auf die linke Seite hier. Zack. Bringt zwar 5 Schemie weniger, aber egal. Machen wir mal so. Bringt auch gar nichts, aber egal. Sind wir auf einer 91er Wertung immerhin, Leute. Das hat wenigstens schon mal eine positive Sache mit sich gebracht. 95er Wertung. Immerhin, Alter. Uloa, Murphy, Mayetta, Maina, Bukari haben wir auch noch am Start. Digga, ist auch wieder nicht so geil, ey. Uloa nehmen wir mit. Digga, der ist Stürmer, 36 Tempo. Korrekte Sache, Alter. Richtig, richtig korrekte Sache. Richtig Baba. Richtig Baba-mäßig, Alter. Salvio, Valencia, Muche, Sterling, De Jong. Bei uns auch alle wieder gar nichts. Salvio, vielleicht, wenn wir gleich Messi kriegen, ist halt high-rated. Nehmen wir auch mit. Bringt uns aber nichts. Können wir hier reinstellen. Bringt genauso viel Chemie wie vorher. Dann würde ich sagen, machen wir es erstmal so. 92er Wertung, Leute. Läuft bei uns, aber wir haben eine Silberkarte. Ey, bitter, ne? Wir haben eine Silberkarte nicht gehabt, Digga. Können vielleicht. Wären wir dann sogar auf einer 93 gewesen. Oyarzabal nehmen. Oh, Pulisic wäre Baba. Aber Oyarzabal ist eigentlich auch gut. Für die Chemie nehmen wir den erstmal mit auf Nummer safe. Thiago Silva, Schulz. Oh, Lacazette, Alter. Ja, gut, bringt uns auch nicht viel. Valencia hat 91. Lacazette sieht aber fresher aus als Foot Birthday Card. Thiago Silva haben wir noch. Warte mal. Thiago Silva wäre eigentlich fresh. Obwohl wir auch nicht so fresh, könnten wir dann mit Messi linken, Neymar linken, aber Neymar ist halt so weit oben, bringt uns auch nichts. Ich würde sagen, komm, wir nehmen Lacazette mit, Alter, komm, was soll's. Foot Birthday Card, Lacazette, sieht nice aus, von daher kommt er erstmal an den Start, Koulibaly, Alex Diaz haben wir auch noch am Start, Koulibaly nehmen wir mit, bringt aber auch gar nichts. Kommt erstmal hier rein, hat auf jeden Fall ein higher Rating. Digga, wir kommen aber gerade auch chemietechnisch nicht wirklich voran, wenn man ehrlich ist. Wir müssen Dings halt wieder rauszoomen können. Oh, warte mal. Wenn wir so machen würden und dann so sind wir auf 95 Chemie. Das wäre schon mal nicht verkehrt, dann könnten wir es nur so machen. Naja, bringt jetzt auch nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Können wir auch so machen. Naja. 91er Wertung, Leute. Aber ist nicht schlecht, Digga. 91. Kann man drauf aufbauen, Alter. Kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Lewandowski, Aguero, Griezmann. Griezmann wäre natürlich nice für die linke Seite. Wir nehmen auch Griezi mit hier. Zack. Haben wir einen 90er anstatt einen 84er drin, ist noch ein bisschen fresher. Bringt jetzt zwar auch nicht so mega viel, aber ist in Ordnung. Okay, wir brauchen eigentlich nur noch einen Innenverteidiger für Kanté. Dann sollten wir eigentlich auf 100 Chemie sein. Auf ganz easy De Bruyne haben wir noch am Start. Gut, dass wir De Bruyne am Anfang nicht mitgenommen haben. Das Ding ist nur, der bringt uns. Obwohl, warte mal, wir könnten ihn vielleicht hier reinstellen. Oder auch nicht, Alter. Shit. Bringt auch nichts. Okay, wir müssen mal gucken, Leute. Also 100 Chemie wird sogar wirklich, glaube ich, noch kritisch, ey, ohne Scheiß. André Gomez, heißt Rated mit 80, letzten drei Spieler, einen Innenverteidiger brauchen wir. Oh, Van Dijk, Alter, okay, das ist natürlich nice jetzt gewesen. Mein Facecam ist wieder am Flackern, Digga. Grüße gehen raus an meine Facecam. Ich muss, glaube ich, einmal kurz ausmachen. Schauen wir mal, ob es jetzt geht. Ich habe keine Ahnung. Grüße gehen raus. Wir machen so. Und ja, so bringt es nichts. Na, shit, Alter, müssen wir Salvio, glaube ich, wieder reinstellen. Salvio bringt 3 mehr. Was mit Jadon Sancho? Den könnten wir eigentlich dahinstellen. Müsste Campbell halt wieder rüber. Bringt uns auch nicht gerade viel. Boah, 5 Chemiepunkte, Leute. Das wird kritisch, ey. Das wird kritisch. Oh, Ake haben wir noch. Okay, mit Ake haben wir noch. Boah, die sehen auch geil aus, ne? Die Karten.
Winter-Upgrades sehen fresh aus. Da haben wir auf jeden Fall noch unseren Premier League-Innenverteidiger, der uns eigentlich auch nicht so viel bringt. Wir machen nochmal die letzten Spieler erstmal und dann schauen wir mal. Dann wollen wir mal sehen. Oh, Pepe Reina spielt jetzt bei Aston Villa. What? Digga, gar nicht mitbekommen, ohne Scheiß. Absolut nicht mitbekommen. Pavlenka nehmen wir mit. Okay, ja gut, wir machen es mal so, würde ich sagen. Und so bringt es auch nichts. Shit, Alter, wir können hier gerade echt nicht viel machen, ne? Auf mehr Chemie werden wir nicht kommen, Leute. Auch nicht mit Jadon Sancho, weil er auch nicht reinpasst. Das war jetzt nicht so geil. Na gut, mehr ist nicht möglich. Obwohl doch, warte, Oyarzabal hier auf die linke Seite. Da müsste, glaube ich, noch mal was bringen. Ja, drei Chemie. Okay, jetzt können wir es vielleicht doch noch packen. Warte, wir sortieren mal vor zwei Chemiepunkte. Müsste eigentlich mit Manager, ja, easy machbar sein. Kantena ganz vorne mit 97. Auf jeden Fall. Wir haben aber eine stabile Bank, Alter. Schauen wir unsere Bank an. Bank ist schon gut, ey, ohne Witz. Bank ist schon richtig, richtig gut. Keiner lower rated als 88. Das ist schon echt stark. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. De Bruyne 91er Wertung haben wir auf jeden Fall am Start. Das ist schon mal fresh. Sehr, sehr nice, aber ich glaube, höher werden wir auch nicht kommen. Ne, zwei Chemie. Schauen wir mal, ob wir die noch kriegen, Leute. Ab geht's. Michel haben wir noch am Start. Karaman, Dipkis, Lopetegui. Wir kommen noch nicht mal auf 100 Chemie, Leute. Das gibt's doch nicht. Leute, das war's von diesem Drop. Lasst gerne ein Like, das gerne ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Falls ihr nicht immer die Tab kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, macht die drei Likes voll. Ich hoffe es doch. Checkt noch gerne Shop aus. Nice Designs. Orange, Blau, Rot, Grün in den vier Farben. Kissen, Tassen, Turmbeutel. Nice LED-Lampen am Start. Handyhüllen. Orange, Blau, Rot, Grün in den vier Farben. Gerne abchecken. Gratis. Autogrammkarte gibt es wie immer zu eurer Bestellung dazu. Könnt ihr gerne abchecken. Ich danke euch für euren Support. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Haut rein und ciao.